Hihihihi, diese diabolische Meister der Finsternis. Der Maskenmann. Oh mein Gott. Ja. Au. Au. So. Fertig. Krass, oder? Voll krass. So, jetzt kriegen wir auch noch eine super krasse Maske. Die Maske des Spröstlings. Ja, die ist gut. Die ist gut. Ja, der hat nämlich den ähnlichen Effekt wie das Graswappenschild. Deswegen mag ich die. Aber wir werden jetzt einen anderen Helm benutzen, nämlich unsere Sonnenlichtmade. Shiny. Denn wir dringen jetzt vor in die Katakomben, in das Grabmal der Giganten. Der Riesen. Das Grabmal der Riesen. So, und hier ist nämlich Arschduster. Es ist ziemlich uncool. Deswegen, wenn man diese riesigen Viecher nicht sieht. Block mich doch nicht, Hässler. So, und ich mag dieses, ja, diesen Bereich hier nicht sonderlich. Deswegen werde ich auch nur so wenig wie möglich Zeit drin verschwenden, sondern einfach durchwaschen. Waschen. Waschen Standards. Au. So, hier runter. Hey, und wen haben wir hier denn schon wieder? Wenn das mal nicht Pelches ist. Yay. Unser kleiner Homo Sapiens Sapiens. Homo. Hat es doch glatt geschafft. Hier würde ich auch mal ausführlich umkehren und das Bonfire kindeln. Weil ich mag das Bonfire hier. So. Auch wenn unsere Anstrengungen sicherlich vergebens sein werden, da ich sicherlich gleich sterben werde. Denn hier gibt es so einen hässlichen Gegner. Der ist wirklich hässlich nervig. Solche Skeletthunde. Nee, aber erstmal werden wir uns mit Patches unterhalten. Ah, Kumpel, kommt gerade rechtzeitig. Oh, ein hübscher Schatz auf. Na, schauen wir es uns mal an. Ich sehe nur Leichen. Was soll das zu bedeuten, Patches? Nose. Ja. Wir kommen wieder, Alter. Und wir werden dich sowas von fällen. Hey, noch eine Schädellaterne. Krass, oder? Und hier unten finden wir auch. Sieh hier. Das ist kein Öle, nicht wahr? Ein Glück. Wir sind vorsichtig nach verloren. Zwei grimmige Höhlen. Ja, ihre Begleiter. Sieh die vorher an. Feuerbannschrein rumstanden mit ihren zwei Manneken da, nämlich ihn und dem anderen Typen. Ich würde es mal hier vorlocken, denn hier vorne laufe ich nicht Gefahr, dass ich aus Versehen Thea töte. Das wollen wir nicht. Nee, der von Torvald hieß hier. Au. Hält sich auch für mächtig, was? Nur weil du ein bisschen zaubern kannst. Ja, friss meine Klinge. Biatscha.
So. Jetzt reden wir nochmal mit ihr. Ah, Vincent Nico, vielen Dank. Bla. Wunderauffrischung, ja, das ist doch super. So, hier hinten müssen jetzt noch welche Skeletttürme sein. Theoretisch müssten die hier gleich kommen. Die finde ich auch voll eklig und gruselig. Irgendwie. Ah, noch einer. Knochen. Überall Knochen. So, und den Gegner, auf den wir gleich treffen werden, das ist nämlich so ein Hundeskelett-Dingens und das hat einen Angriff, der uns one-hitten kann. Ich will nicht durchrollen. Aber wenn wir hier schon mal sind, dann will ich da auch nicht lang gehen. Nee, ich will da nicht hin. Ich bin hier nochmal zum Bonfire, denn wir haben genug, damit wir uns aufsteigen. 21. Yeah. So fett. So, jetzt reden wir nochmal mit Patches. Was es sich denn erlaubt, uns hier einfach runterzuschmeißen, hä? Oh, you. Ja, was ab? Bitte verzeiht mir. Wie wär's mit Nö? Ja, Doppelmenschlichkeit. Und schon bin ich zufrieden. So, dieses Hunde, Vieh. Au, das macht verdammt viel Schaden. Jo, genau mit diesem Angriff. Dieser Angriff macht so viel verdammten Schaden. So viel verdammten Schaden, nicht nur Schaden, verdammten Schaden. Dass es nicht feierlich ist. Ich nehme an, vielleicht könnte ich das Ding sogar one-hitten. Wenn ich beidhändig einen schweren Angriff mache, sobald ich sehe. Und so allen Querelen aus dem Weg gehe. Au. Nein. Bam. Ah. Nein, ich kann den Angriff auch relativ gut ausweichen. Außer man steht natürlich mit dem Rücken zur Wand, so wie ich. So, und hier kommt jetzt noch ein Mr. Black Knight. Sollte zumindest kommen. Da haben wir. Und der hat einen Halberd. Wollten wir sowieso haben. Kann er uns ja auch gleich seine geben. Na, los, komm schon. Komm weg von dieser scheiß Wand, Mann. Was ist denn das bitte für ein Dasein, so eine Wand rumzulungern? Bam. Genau so. Weißer Brocken. Awesome. Hat sich voll gelohnt. Ich hasse das, wie da was passiert. Ich hasse das. Abgrundtief. Schau, und hier unten, wow, ist noch so ein Hundi. Wir wollen aber hier an ihm vorbei. Denn hier kann man sich runterfallen lassen? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, dass es hier war. Yay, es war hier.
Und hier gibt's jetzt den. Tötet mich nicht. So. Ja, ganz genau. Den silbernen Schlangenring. Mit dem kriegt man mehr. Wie heißt's? Mit mehr Sehen. Jo. Hat super funktioniert. Besser als erwartet. Ich dachte, die ficken mich. Ficken mich. Zwei Schläge. Super. Trotzdem krieg ich es geschissen zu sterben. Ist eine Leistung. So, wir werden uns jetzt auch nicht mit den restlichen aufhalten, sondern einfach runterrennen. Hoffe ich zumindest, dass es die richtige Richtung ist. Jo. Hier ist nämlich auch noch ein Bonfire. Yay, Bonfire. Und an diesem Bonfire möchte ich gerne Mensch sein. Denn da unten gibt es wieder ein Encounter mit einer Hülle oder ein Invader oder wie man es auch immer nennen will. Wenn man halt menschlich ist. So, und ich werde jetzt hier auch mal an all diesen ganzen Viechern vorbeirennen. Und zwar, weil ich es kann. Und weil ich ungefähr weiß, wo ich hin will. So. Ich ignoriere auch diese ganzen Items, die es hier gibt. Es gibt teilweise noch relativ gute. Hier aber interessiere mich nicht. So, theoretisch müsste hier jetzt gleich. Jo, Paladin Leroy kommen. Gehen wir mal hier hin. In der Hoffnung. Dass wir ihn möglichst schnell one-hitten können. Nix da mit hier. Nix da. Ah, er war auch so ein Kleriker-Fuzzi. So, und wir haben jetzt Grand und Sanctus bekommen. Sanctus ist eigentlich ein ganz nettes Schild, weil es. Wie heißt's? Es hat ein Life-Rack-Passiv. Jo. Ist eigentlich ganz nett. Es ist auch so ein Faith-Glaubensschild. Also man braucht Glauben, um das Ding überhaupt erst tragen zu können. Au. Au. Das war ungut. Aber okay. Soll mich hier jetzt nicht weiter stören. So, hier werden wir auch einfach vorbeirennen. Au. Schmerzen. Ups. Und hier haben wir nochmal diese, ja, Pinwheel-artigen Gegner. Die wir aber auch ignorieren werden. Also ich habe keinen Bock, mich mit denen abzugeben. Da man von denen auch nichts sonderlich Tolles kriegt, sondern einfach nur, ja, keine Ahnung. Sie sind ja da, um da zu sein. Und hier ist jetzt theoretisch praktisch, wenn ich ein Dingens dabei gehabt hätte. Ein, wie heißt's? Wisst ihr Bescheid? Eine heilige Maske. Ne, das ist die falsche. Ich würde die Gold sagen. Ein heiliges Schwert. Oder eine heilige Waffe allgemein. Denn mit heiligen Waffen kann man hier diese ganzen Skelettdiener, die Nito so beschwört, einfach wegäumeln. Die kommen nicht wieder. So werden diese ganzen Viecher jetzt um mich herum swarmen.